Muskulatur und ihre Kraft und auch, was wir für sie tun können, damit sie uns am besten dient. Unter den Zuschauern gibt es auch Männer und ich glaube, für die Männer ist es auch sehr wichtig zu wissen, was sie für ihre Partnerinnen tun können, damit die Partnerinnen erstmal sich selbst besser fühlen, mehr Lust erspüren, feuchter werden, stärkere Orgasmen haben und natürlich, damit es für den Mann besser anfühlt, ganz uneigennützig. Ich bin Anastasia Romanova, ich unterrichte Intim Fitness seit 2016 im deutschsprachigen Raum und ich massiere auch, deswegen kann ich in diesen zwei Themen mich ziemlich gut bewegen. Gut, ich mache noch meinen Bildschirm ein bisschen heller. Was wissen wir über die weibliche Intimmuskulatur überhaupt? Die meisten kennen den Beckenboden. Ja, so sieht er aus. Hier befindet sich die Urogenitaldiaphragma. Hier ist die Klitoris. Sie ist auch von den Muskelschichten bedeckt. Diese Muskeln können die Klitoris bewegen und massieren. Wenn wir sie anspannen, können wir die Klitoris stimulieren für uns selbst, wir können uns besser erregen dadurch und auf die Dauer intensivere klitorale Orgasmen haben. Ich werde ein Video im YouTube verlinken und dann euch alle rumschicken, damit ihr ein bisschen es mit der Übung ausprobiert, wie die Muskulatur rund um die Klitoris auf eure Lust wirkt. Darüber hinaus ist diese Muskulatur sehr wichtig, damit wir gut Urin halten können. Ja, für die Leute mit Inkontinenz geht es nicht nur darum, dass der Schließmuskel der Urethra gut funktioniert, sondern um die ganze Position der Blase in unserem Becken. Dazu kommen wir noch. Dazu gehört Vaginaleingang, der quere Muskel. Denn erklären die Hebammen am besten und ich lade euch jetzt ein, die Übung, die man in jeder Geburtsvorbereitung und Rückbildung macht, mitzumachen, findet eure Sitzbeine. Ja, greift jetzt mit den Händen, das können sowohl Männer als auch Frauen machen, greift mit den Händen unter eure Pobacken und findet die Knochen. Ihr könnt erstmal die Knochen gut abtasten. Die Muskelansätze lieben es, wenn wir sie massieren. So kann unsere ganze Muskulatur wesentlich besser funktionieren. Und dann im Gefühl bringt ihr die Sitzknochen mehr zueinander. Also nicht mit der Hand, sondern mit dieser Muskulatur. Und dabei spannen sich ein bisschen unsere inneren Seiten der Oberschenkel an. Das ist ganz normal. Die Muskeln gehen ineinander und die Muskeln gehen in die Sehnen, also Bindegewebe, Muskulatur, das ist alles miteinander verbunden. Die Sehnen gehen in die Knochen und geben sogar an die Knochen die Signale weiter. Daher stammt die bekannte Empfehlung, wenn man im Alter Muskelmasse nicht verliert, kann man besser die Knochen schützen, weil die Knochen stärker sind durch das Krafttraining. Das betrifft natürlich unter anderem Beckenbodentraining und Vaginatraining und unsere Beckenknochen. Zu diesen Strukturen von unserem Beckenboden gehört auch der Anus. Der Anus und der Vaginalschließmuskel sind wie eine Acht miteinander verbunden. Bei den Männern gibt es ziemlich ähnliche Strukturen. Da geht der Schließmuskel vom Anus in diese Muskulatur, die am Penisschaft unten ist. Sie unterstützt die Erektion und sie unterstützt die Beweglichkeit von dem Penis. Habt ihr bestimmt die Männer mit euch selbst gespielt, den Penis hochgenommen im Stehen oder zu den Füßen im Liegen bewegt. Manchmal macht man das bewusst, manchmal bei der Massage habe ich bemerkt, der Penis strebt in die Hand, dank unter anderem dieser Muskulatur und dank dem PC-Muskel. Außerdem zu dem Beckenboden gehört der Muskel Musculus levator ani. Das sind eigentlich drei Muskeln, die zusammengewachsen sind bei den Frauen. Bei den Männern sind sie ein bisschen mehr auseinander. Das ist Musculus puborectalis. Er geht von dem Schambein
ich nenne es Schambein oder bei Frauen Venusbein kann man auch sagen. Ich mag nicht das Wort Schambein, da gibt es nichts, um sich zu schämen. Zu dem Rektum, zu dem Enddarm. Dann Musculus pubococcygeus, den kennen besonders gut die Männer. Der liegt direkt unter der Prostata und massiert sie und wirkt sehr intensiv auf die Männergesundheit. Bei den Frauen ist er direkt mit dem Puborectalis zusammengewachsen. Und Iliococcygeus ist der Muskel, der von den Beckenknochen zum Steißbein geht. Es ist aber wie eine Fläche, das ist wie eine Hängematte, die hoffentlich nicht einfach so hängt, sondern unseren Körper unterstützt, ja, schließt unsere ganze untere Öffnung des Körpers, sorgt für die souveränere Körperhaltung. Warum wirkt die Frau so königlich oder der Mann so königlich, wenn wir aufrecht laufen? Weil wahrscheinlich unser Beckenboden das tragen kann und wenn er das tragen kann, kann er noch viele andere Sachen. Das ist unsere erste Etage. Und die geht direkt in den ersten Drittel der Vaginalmuskulatur. In der Methode, die ich unterrichte, im Imbuilding redet man von drei Dritteln der Vaginalmuskulatur, in der Tantra eigentlich auch. Und natürlich dieser untere Drittel ist umschlossen vom Beckenboden. Wenn wir Beckenboden anspannen, massieren wir den unteren Drittel, bringen zur Bewegung und stärken. Bei den meisten Frauen ist dieser Teil am stärksten und es gibt sogar in manchen Quellen zu finden, dass die Frauen genau hier am meisten spüren beim Sex und tiefer gar nicht, soll man sowieso nicht versuchen. Es passiert nur, weil für diese Frauen, über die der Autor redet, Beckenboden mehr Bedeutung im Leben hat als die tieferen Schichten. Die tieferen Schichten sind in der modernen Gesellschaft weniger erforscht. Beckenboden kann verspannt sein, das kommt relativ oft vor, durch Gewalterlebnisse, Gott bewahre, durch Grenzenverletzungen, durch irgendwelche traumatischen Erlebnisse mit der eigenen Lust. Generell unser Körper tendiert dazu, sich zu verspannen, wenn es uns nicht gut geht. Und zwar an den Stellen, die mit diesem Erlebnis zu tun haben. Und die Frauen, die auch Angst haben, schwanger zu werden zum Beispiel, können unten ziemlich stark verspannen. Zu der Risikogruppe gehören auch die Reiterinnen, die Frauen mit den Problemen mit der Körperhaltung und die Frauen, die mit den nicht besonders produktiven Methoden ihr Beckenboden zu trainieren versuchten, zum Beispiel, wenn wir ein Gewicht die ganze Zeit tragen, diese kleinen Vaginalgewichte aus dem, die man nicht den ganzen Tag, aber halbe Stunde, Stunde am Stück meistens zu tragen versucht, ohne die Anleitung zu lesen. In der Anleitung steht schon ein bisschen weniger. Und der Muskel durch dieses ständige Halten kann sich nicht mehr entspannen. Wenn wir die Muskulatur anspannen, brauchen wir Energie. Wir brauchen auch Energie, um die Muskulatur zu entspannen an unserem ganzen Körper. Ja, deswegen braucht man manchmal Hilfe, um sich zu entspannen. Kann man nicht mal selbst, sondern braucht eine Massage. Und wenn diese Energie fehlt, durch zu lange Anspannen, kann der Muskel sich nicht mehr entspannen und kann nicht die Nährstoffe und Calciumione zum Beispiel, die für die Übertragung der Nervensignale an den Muskel, die Calciumionen sind wichtig dafür, ja, kann sie nicht empfangen und bleibt in diesem verspannten Zustand. Für die Männer kann es am Anfang geil sein, ja, die Frau ist eng, man penetriert, man spürt was, ja, genauso wie die Motivation für Analsex, eng rein ist angenehm, aber für die Frau kann es unangenehm sein, bis zu den Schmerzen. Außerdem, die Durchblutung von dem ganzen Becken ist dadurch verhindert, es kann zu den Problemen mit der Funktion der Eierstöcke, also mit dem Hormonhaushalt zu tun haben, mit den Problemen von der Gebärmutter, und vielen anderen Problemen, ja, Hämorrhoiden zum Beispiel am Anus. Wie gesagt, Anus und Vaginaleingang sind eng miteinander verbunden und meistens passiert die Verspannung an den beiden. Was können wir dagegen tun?
Wie gerade gesagt, Massagen, Selbstmassagen. Ja, liebe Männer, macht euch keine Sorgen. Wenn die Frau jetzt eng ist und massiert wird, bedeutet das nicht, dass sie nicht mehr eng ist, sondern ausgeleiert. Das bedeutet, dass ihre Muskulatur im besseren Zustand sich befindet. Dass die Frau sich danach besser entscheiden kann, wann sie den Penis umschließt, wann sie den Penis loslässt. Und die gesunde Vaginalmuskulatur klebt einfach an der Form von dem Penis, so wie er ist. Wenn wir entspannt sind, ich glaube, einige Männer hier haben schon damit die Erfahrung gemacht, fühlt es sich ziemlich himmlisch an. Und in der Entspannungsphase wird unsere Vagina wärmer und feuchter. Die Befeuchtung der Vagina ist nichts anderes als also die normale Befeuchtung durch die Erregung. Ich rede jetzt nicht vom Squirten oder sowas. Aber in erster Linie ist das Blutplasma aus den Blutgefäßen, die in unserem Vaginalkanal da überall sind. Wenn diese Blutgefäße gut funktionieren, kann die Plasma besser rein durch die Schleimhaut. Natürlich dazu gehört auch Östrogen. Ja, wenn nicht genug Östrogen da ist, funktioniert Aquaparin 3 nicht so gut. Und man soll doch irgendwas dafür tun, dass entweder die Eierstöcke besser funktionieren, im gebärfähigen Alter geht es sowieso ganz, ganz schnell und leicht. In den Wechseljahren meistens schlafen die Eierstöcke doch nicht komplett ein. Deswegen, wenn man sie massiert, wenn man sie stimuliert, gibt es eine Chance, dass sie besser Östrogen produzieren. Und in manchen Fällen soll man doch nachfühlen. Also, liebe Männer, Massage an dem Eingang. Die meisten Männer, wenn sie an die Yoni-Massage denken, denken entweder an diese Squirt-Techniken an der G-Fläche, nicht das Schönste in der Welt, was existiert, oder an die intensive Stimulation von der Klitoris. Nein, man kann auch sehr, sehr schön den Eingang erforschen, mit dem Finger durchgehen, wenn da irgendwo durch die Geburt Narben sind, kann man diese Narben behandeln. Und dadurch, die Frauen im gebärfähigen Alter, die noch Kinder planen, haben weniger Risiken, sich zu reißen oder geschnitten zu werden bei der Geburt. Ja, die Geburt läuft einfacher ab. Außerdem, das Immunsystem funktioniert besser. Unser Immunsystem in der Vagina hängt ebenfalls mit der Durchblutung zusammen. Wir haben die Feuchtigkeit, die uns beschützt. Die Qualität der Schleimhaut, wenn sie robust ist, beschützt sie uns. Und unser Mikrobiom, die Bakterien, die in der Vagina leben, ernähren sich vom Glykogen, der auch durch die Durchblutung zu diesen Bakterien kommt. Dann sind sie froh, dann sind sie wohlgenährt und können sehr gut die Frau beschützen. Sie hat weniger Milch, Pilz und andere Probleme. Und indirekt profitieren die Männer. Sie können dann häufiger Sex genießen, weil welcher Sex, wenn die Frau Milchpilz hat zum Beispiel. Außerdem habe ich am Anfang gesagt, unser Geist wirkt auf den Körper, aber auch der Körper wirkt auf den Geist. Die Verspannung signalisiert immer wieder unserem Geist, etwas ist nicht in Ordnung. Ja, wenn ich zum Beispiel in diese Position gehe, fühle ich mich nicht so souverän. Wenn ich mich aufrichte, fühle ich mich souveräner. Ja, könnt ihr gerne an euch jetzt ausprobieren. Das gleiche ist auch mit der Intimmuskulatur. Anus anspannen, Schwänzchen reinziehen. Ja, Analsphinkter zieht unser Steißbein rein. Ist irgendwie so unwohliges Gefühl ein bisschen. Also nur einfach so schließen. Ja, nicht erregend intensiv zusammen mit der Vaginalmuskulatur anspannen. Bisschen schließen. Wenn ich den Anus entspanne, bin ich so eine Art von ruhig, es ist so schwer, mich zu stressen. Ich kann es aber sehr gut bewusst steuern, weil ich schon lange trainiere, ich mache auch viele Entspannungsübungen, ich werde sie auch in dem YouTube-Video verlinken und an euch schicken. Sie sind relativ einfach und mit der Zeit könnt ihr aber auch bewusst üben, einfach so in der stressigen Situation Anus zu entspannen, sieht keiner, was da passiert, aber die Leute fühlen mehr Souveränität. Entspannte Vagina wird sofort wärmer und feuchter.
Das kann man auch beobachten bei sich selbst, wenn man das Gefühl dafür entwickelt. Ja, manche Menschen spalten sich von ihrem Körper ab und dann können sie nicht so gut die Signale wahrnehmen. Aber wenn wir immer wieder die Aufmerksamkeit hinlenken, können wir wesentlich besser wahrnehmen, was da alles passiert. Okay, die nächste Etage. Ja, generell unsere Vaginalmuskulatur besteht aus den vertikalen Muskelfasern und den queren Muskelfasern. Das ist alles quergestreifte Muskulatur. Man kann sie steuern, aber halt um sie zu steuern, soll man das üben. Am Anfang braucht man die Hilfe von der Umgebung oder eventuell Hilfe von den Geräten, die uns einfach mehr Gefühl für die Muskeln geben. Und manche können es einfach so, vielleicht weil ihre Eltern das konnten, sie haben es geerbt epigenetisch. Oder weil sie schon gute Erfahrungen gemacht haben mit Tantra und anderen Selbsterfahrung-Varianten. Also, unten geht es um unser Immunsystem und um unsere Geburtsvorbereitung, um unsere Schmerzen oder keine Schmerzen bei dem Eindringen des Partners. Um unsere Feuchtigkeit geht es auch. Und Senkung der Harnröhre hat auch häufig damit zu tun, dass der untere Drittel der Vagina zu schwach ist und Beckenboden zu schwach ist. Blasensenkung wiederum, Darmsenkung, Gott bewahre, ja, wenn der Darm von hinten rein in die Vagina reinhängt, die Leute, die es kennen, mein Beileid, da kann man nicht normal groß auf die Toilette gehen, sondern die Massen gehen zuerst in diese Sackgasse in die Vagina. Die Frau ist gezwungen, noch mehr zu pressen, um große Geschäfte zu machen. Und das vertieft die Senkung weiterhin. Das ist auch die mittlere Ebene meistens. Und sie senkt sich auch bei den größeren Gebärmuttersenkungen. Was unterstützt für uns diese Ebene? Außer natürlich dieser Muskulatur selbst, die wir hier haben. Da ist unser Obturatoris internus und externus, die inneren Beckenmuskeln. Da kann auch unser Muskel Iliacus vorbeilaufen. Das ist der Muskel, der uns hilft, so wie Soldaten zu laufen. Beine hoch, Beine runter. Unser Muskel Psoas, der uns hilft, so schön wie Königinnen zu laufen. Sie spielen auch hier mit. Übrigens zu dem Beckenboden ein großer Helfer ist auch Piriformis. Die Leute, die Piriformis-Syndrom hatten, kennen diesen Muskel. Das ist der Muskel da an unserem Gesäß. Wenn er sich verspannt, kriegen die Leute Probleme mit dem Sitznerv. Und das ist gar nicht mehr witzig. Und wenn wir Beckenboden trainieren, trainiert Piriformis auch mit dazu. Und wir machen die Wahrscheinlichkeit, dass er verspannt, weniger. Außerdem natürlich auf seine Gesundheit wirkt die gesunde Gesäßmuskulatur. Wenn die Gesäßmuskulatur versagt, muss Piriformis ihre Aufgaben übernehmen. Da hilft schon kein Beckenbodentraining. Da soll man eher mit dem Gesäß was tun. Apropos Gesäß. Unterstützt unsere Intimmuskulatur auch, was alle Frauen hier in der Runde mal ausprobieren können beim Sex, bewusst die Pobacken anzuspannen. Sogar wer noch Beckenboden nicht so gut steuern kann, kann hoffentlich die Pobacken steuern. Wenn der Penis drinnen sind und wir unser Gesäß anspannen, ist es eine sehr angenehme Massage für den Mann und sehr angenehmes Gefühl für uns. Hoffentlich, ja, gegebenenfalls. Die Sinnesrezeptoren in der Vagina sind vorhanden und gut entwickelt. Das Gewölbe der Vagina, die dritte Ebene, ist am kompliziertesten. Erstens, die quergestreifte Muskulatur von dem dritten Drittel gehen in die glatte Muskulatur der Gebärmutter. Diese können wir steuern, ganz bewusst. Diese werden gesteuert durch die Hormone, in erster Linie durch Oxytocin. Wir können eigentlich, dadurch, dass wir sie immer wieder aktivieren,
diese passiven, glatten Muskeln der Gebärmutter den Zustand der Gebärmutter verbessern und dadurch intensivere Gebärmutterorgasmen bekommen, beim Kinderwunsch eine gesündere Gebärmutter haben, gewisse Probleme mit dem Gewebe von Gebärmutter vorbeugen, Periodenschmerzen und so weiter und so fort. Aber diese Muskeln sind am schwersten zu erreichen, zu trainieren, zu spüren, ja. Und sie haben kaum mehr die Muskulatur drumherum. Ja, Levator Ani geht übrigens bis zur Mitte. Diese Gruppe der Muskeln, Heber des Afters, geht bis zur Mitte von unserer Vagina. Kann man auch abtasten und den eigenen Steißbein von innen finden. Oder bei der Massage kann der Partner bei der Frau ihren Steißbein finden. Nicht erschrecken, das sind einfach Knochen, sie gehören dazu. Und höher gibt es nur das Bindegewebe. Ja, die zahlreichen Sehnen, auf denen unsere Vagina, Gebärmutter, Hals, Gebärmutter und Eierstöcke hängen. Übrigens, ich habe mich früher immer gefragt, warum in meinem Modell es diese Flügelchen gibt. Eigentlich sind hier die Eileiter und Eierstöcke. Was bedeuten diese Flügel? Das ist auch Bindegewebe, dass das alles auf dem Becken aufrichtet. So hält es am Becken. Außerdem gibt es ganz viele Sehnen von dem Schambein, Venusbein zu dem Muttermund und von dem Kreuzbein zu dem Muttermund und dann noch um den Enddarm. Also die Strukturen sind in einer ziemlich komplexen Spine von dem Bindegewebe gefestigt. Und für dieses Bindegewebe ist wichtig zu verstehen: zu viel Druck von oben, regelmäßig zum Beispiel Pressen oder zu intensives Pressen bei der Geburt, kann das Bindegewebe verletzen und ausleiern. Die Gynäkologen und Urologen übrigens empfehlen nicht im Erwachsenenalter zu joggen, insbesondere für die Frauen, die schon Kinder haben, ja, weil die Gebärmutter bei ihnen noch schwerer ist und bei jedem Sprung noch mehr das Bindegewebe ausleiern kann. Trampolinspringen und weitere ähnliche Aktivitäten machen, außer es gibt ziemlich weiche Trampoline, wo die Vibration klein ist. Andererseits, für das Gewebe der Kinder ist es sehr gut zu rennen, zu springen, also je aktiver eure Kinder aufwachsen, Seilspringen und so weiter. Meine Generation hat es noch gemacht, die moderne Generation soll man dazu irgendwie animieren, umso besser üben die Sehnen da mitzumachen. Im Erwachsenenalter kleine Schüttelbewegungen, ja zum Beispiel dieses Kundalini-Schütteln, wo man mit den Füßen auf dem Boden steht und ganz, ganz sanft vibriert. Das ist keine zu große Beanspruchung, das ist eher die Hilfe der Sehnen, sich besser zu befeuchten, sich besser zu entwickeln. Darüber hinaus, das Bindegewebe, wie gesagt, geht auch in die Muskulatur. Das heißt, wenn wir die Muskulatur entwickeln, unterstützen wir das Bindegewebe, sich immer wieder auszudehnen und zu kontrahieren. Und auch aufzurichten, damit es mit der Zeit kräftiger wird. Im Bindegewebe aber die Zellen, die sich da befinden, Fibroklaste und Fibroblaste, sorgen dafür, dass das Bindegewebe in dem Zustand ist, wie der Körper es braucht. Wenn wir etwas regelmäßig benutzen, wird es stärker, use it or lose it. Wenn wir etwas nicht benutzen, wird es schwächer. Ja, Fibroklasten fressen alles weg, Fibroblasten entspannen sich und bauen nicht auf. Wenn wir etwas benutzen, Fibroklasten sagen Stopp, wir machen weniger Abbau und die Fibroblasten produzieren mehr und mehr von dem Bindegewebe, hoffentlich nicht zu viel. Ja, durch Verletzung und Entzündung kann es zu viel werden, aber durch das Training ist normalerweise genauso viel, wie der Körper für die gute Aktivität braucht. Gibt es Fragen dazu? Okay.
Gut, noch keine Fragen. Wie weit seid ihr überhaupt mit dem Erkunden von eurem Körper und wie macht ihr das normalerweise? Ja, meine Empfehlung ist dann, die Frauen einfach mit den eigenen Fingern sich zu erkunden und die Kraft der Muskulatur bei euch selbst zu messen. Ja, wie ist die untere Ebene, die mittlere? Oben ist man normalerweise am schwächsten, außerdem in der Erregung wird das Gewölbe etwas größer. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass die Erregung der gleiche Zustand ist wie bei der Entbindung und man braucht da ein bisschen mehr Raum, dass das Baby rauskommt. Der Körper hat einfach einen Mechanismus für beide Prozesse und gut ist. Und man kann es am besten so ertasten. Ich habe jetzt einen Kurs für den Beckenboden aktivieren. Ich möchte auch einen Kurs für Vagina etwas ausführlicher machen und neu drehen, dass wir mit den eigenen Fingern die Vagina erkunden können. Da soll man sehr, sehr vorsichtig vorgehen mit der tieferen Vaginalmuskulatur und es ist unglaublich wichtig, zuerst mit dem Beckenboden zu starten und dann Ebene für Ebene hochzukommen. Wie schon vorher gesagt, Pressen ist unser großer Feind. Deswegen in dem klassischen Beckenbodentraining atmet man aus, wenn man die Liebesmuskeln anspannt. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr das jetzt ausprobiert, ist es erstens sehr wichtig, dass die Muskulatur eure Finger oder euren Fingern ein bisschen nach oben mitnimmt und dass ihr keinen Druck von dem Muttermund erspürt dabei. Und wenn wir das beim Ausatmen machen, ist es unmöglich, gleichzeitig die Muskeln anzuspannen und zu pressen. Generell pressen sollte man im Alltag vermeiden. Das wird dann die Sehnen auch unterstützen. Wenn er auf die Toilette geht zum Beispiel, gibt es die Empfehlung zum Stuhl oder viel einfacher, wer keinen Stuhl hat oder keinen sich besorgen möchte, kann sich einfach nach vorne beugen und die Sache wird schneller erledigt. Selbstverständlich, das Thema Verstopfung hat nicht nur mit der Position des Körpers zu tun, sondern mit der ganzen Peristaltik, die besser wird durch die Durchblutung von dem ganzen Becken. Und mit der Ernährung. Das ist hoffentlich klar. Was noch wichtig ist, ist der Senkung der inneren Organe entgegenzuwirken. Das machen wir durch die Körperposition. Ja, wenn ich mehr in Hohlkreuz gehe, Popo nach hinten, sieht es zwar von hinten besser aus, von vorne aber nicht. Weil mein Bauch nach vorne hängt und die ganzen inneren Organe üben mehr Druck auf die Sehnen aus. Sehr wichtig ist, auf die aufrechte Körperposition zu achten. Dafür stellen wir uns vor, hier hält uns jemand am Scheitelpunkt und zieht uns nach oben. Und ihr könnt sofort merken, dass die tiefere Muskulatur, hoffentlich, wenn ihr genug Körpergefühl habt, dass die tiefere Muskulatur die Position des Körpers sehr gut halten kann. Übrigens, die tiefste Bauchmuskulatur, unser Transversus Abdominis, unsere Korsettmuskulatur, ist der größte Helfer von dem Beckenboden und von der Vaginalmuskulatur. Nicht nur, wenn wir den Unterbauch, ja, nicht hier oben, nicht hier am Solarplexus, sondern unten anspannen und das spüren wir besser, wenn wir auf Richtung des Körpers regelmäßig aufnehmen, dann haben wir mehr Gefühl für diese Muskeln. Wenn wir das beim Geschlechtsverkehr ein bisschen mit anspannen, wird die Vagina auch enger, weil es eine große Unterstützung ist. Das spüren wir Frauen mehr Kontakt zu dem Penis des Partners, der Partner spürt mehr Kontakt und er kann sich nicht so stark schnell bewegen und uns wehtun und uns verletzen. Ja, weil manche Männer, insbesondere im Doggy-Style, bewegen sich so krass, dass es wehtut. Ist einerseits ein Zeichen der Entzündung in der Gebärmutter oder irgendwo im Darm oder in der Blase, also irgendwo in dieser Region. Andererseits liegt es natürlich an der Technik. Und wenn wir den unteren Bauch da ein bisschen mit anspannen,
können wir diesen Stößen leicht entgegenwirken. Ganz, ganz wichtig an alle Frauen, die im Fitnessstudio trainieren. Im Fitnessstudio wird sehr viel Wert darauf gelegt, was sichtbar ist. Meistens, ja, ich rede jetzt nicht von allen Trainern, aber meistens macht man was für Rectus Abdominis, ja, die ganzen Crunches für unseren Sixpack. Okay, man macht noch was für die schräge Bauchmuskulatur, damit die Taille sichtbarer ist, obwohl die Taille eher mit der Dehnung zu tun hat und mit den tieferen Strukturen, aber okay, man macht es. Und für Transversus Abdominis wird sehr wenig gemacht. Eure Aufgabe, wer ins Fitnessstudio geht und dort die Übungen macht, bevor ihr Bauchübung macht, vor der Anspannung der Bauchmuskulatur, zieht bitte den Beckenboden ein. Das wird dann automatisch die tiefste Schicht der Bauchmuskulatur mitnehmen und mittrainieren. Weil wenn wir nur die Oberfläche trainieren, vernachlässigen wir die tiefste Schicht. Und das ist im Endeffekt schlechter für die Körperhaltung, für das Aussehen, für den Zustand der inneren Organe. Das betrifft natürlich auch die Männer. Ja, eine meiner Lieblingsempfehlungen ist, wenn er sowieso schon Sport macht, gleichzeitig mit Bauch, Beine, Po oder sogar gleichzeitig mit den anderen Muskeln, die Beckenbodenmuskulatur mitzunehmen. Und die Kombinationen, wie schon erwähnt, die Kombinationen mit Psoas, die Kombinationen mit Iliacus, ja, so Beine heben oder ähnliche Übungen, wo wir die Hüfte beugen, werden auch eventuell die tieferen Strukturen im Becken mitnehmen. Genau. Was könnte ich euch noch Schönes erzählen? Können Vaginalkugeln die Muskulatur des Beckenbodens stärken? Oder ist das Tragen dieser Kugeln ohne Wirkung? In der Ausbildung, die ich gerade mache, redet man davon, dass es sogar schädlich sein kann. Wie gesagt, tragen, ja, das ist diese konstante Anspannung. Sogar ein Tampon zu tragen, ist eine Daueranstrengung für die Vaginalmuskulatur. Ich will doch nicht meine Hand trainieren, indem ich die Einkaufstasche trage. Wenn ich meine Hand trainieren möchte, nehme ich einen Spander und mache die Kontraktionen. Dann kann meine Muskulatur sich vollständig anspannen und vollständig entspannen, Sauerstoff tanken, Glukose tanken und alles, was meine Muskulatur braucht. Das Gleiche betrifft die Vaginalmuskulatur auch. Liebeskugeln und sowas kann man kurze Zeit anwenden, aber wenn man dann im Wechsel anspannt und entspannt und Gott bewahre zu tragen und auch nicht länger als 15 Minuten und auch dann mit der Entspannung und Dehnung kombinieren, dann geht es. Ich mag, wie gesagt, meine Methode, die ich unterrichte, am besten. Da ist das Gerät die ganze Zeit, wenn er drinnen ist, muss damit interagiert werden, anspannen und er kann, wie Spander für die Hand, dann die Muskeln auch dehnen, wenn wir nicht anspannen. Anspannen, dehnen, anspannen, dehnen. Zurück zu dem Thema Tampons, ja auch am liebsten Finger weg davon, sogar von den Menstruationstassen, weil die Vagina das die ganze Zeit subtil, aber die ganze Zeit tragen muss. In der letzten Zeit nutze ich die Periodenwäsche von Natana aus Biobaumwolle, aber es gab ein paar Mal Situationen, wo ich einen Tampon tragen musste, weil halt eine große Binde aus Biobaumwolle zu der Situation nicht passen würde. Und ich habe bemerkt, es ist ein Unwohlgefühl, es ist noch nicht Periodenschmerz, ja, Periodenschmerzen habe ich zum Glück, seitdem ich trainiere, nicht mehr, aber vielleicht leichter Schmerz sogar. Deswegen kann die Frau, die Periodenschmerzen hat, schon damit einen kleinen Zugewinn machen, dass sie auf die Tampons verzichtet und auch auf die ganzen Plastikdinge mit Schadstoffen verzichtet, damit einfach die Reinigung leichter abläuft und nicht so anstrengend für den Körper ist. Mit Yoni Iron habe ich mir übrigens die Intimmuskulatur kaputt gemacht, ganz am Anfang, vor 9 Jahren, noch bevor ich mit dem Building angefangen habe, wollte ich
meine weibliche Energie steigern, weil der Stein nicht zugelassen hat, dass ich meine Muskulatur komplett anspanne. Wie gesagt, ja, auch zum Thema Kugeln. Okay, sie liegen auf dem Beckenboden. Beckenboden kann sich entspannen. Die Vaginalmuskulatur kann in diesem Moment nicht viel mitgestalten. Ja, sie kann sich nicht komplett schließen. Kurze Zeit kein Problem. Kurze Zeit ist da auch ein Penis mal in der Vagina, manchmal nicht so kurze Zeit, aber auf jeden Fall nicht ständig mehrere Stunden am Stück. Wenn der Penis da ist, passen Sie sich an. Wenn er nicht da ist, entspannen Sie sich. Und wenn wir regelmäßig Kugeln tragen, sie haben auch doch andere Dichte als der Penis. Sie sind viel, wie soll ich sagen, viel härter. Wir können sie nicht umschließen. Wir können nicht dann ein bisschen mit dem Volumen spielen. Da kann es dazu kommen, dass die Vagina sich nicht wieder normal schließt. Ich hatte mal eine Kundin, mit meinem Gerät war es ein Problem. In der Anleitung ist ziemlich klar, ich wiederhole es mehrmals. Nur drinnen haben, wenn du anspannst und locker lässt, anspannst und locker lässt, anspannst und locker lässt. Und sie hatte Liebeskummer während unserer Beratung und ich glaube, sie hat nicht wirklich zugehört. Ruft mich ein paar Tage später an, sagt, Wasser fließt mir rein in die Vagina im Bad, Luft kommt rein, obwohl ich alles so gut mache. Und ich habe angefangen zu fragen, was genau sie gut macht. Sie pumpt das Gerät maximal auf und trägt. Das habe ich ihr auf jeden Fall nicht gesagt, aber das war halt die Nebenwirkung. Und diese ganzen Symptome, ja, wie Luft in der Vagina, Wasser in der Vagina, sind eindeutig ein Zeichen davon, dass ihre Wände nicht festschließen können. Und wovon man uns auch warnt, sind die Wellen oder der Strom, der künstlich die Beckenboden und vaginale Muskulatur in Bewegung bringt, weil jeder Mensch für seine Muskelzellen etwas unterschiedliche Refraktärzeit braucht. Die Calcium-Ionen, die dann aus den Nervenzellen in den Muskel gehen, brauchen Zeit, um wieder aufgenommen zu werden. Der Muskel braucht Zeit, um sich zu entspannen. Das ist ein bisschen individuell. Wenn man das standardisiert macht, kann es auch Gefahren haben. Wie kann man einen reinen vaginalen Orgasmus trainieren? Wozu? Okay, ich vermute, es geht darum, einfach bei der Penetration mehr Spaß zu haben. Es gibt sehr unterschiedliche Faktoren, die darauf wirken. In erster Linie auf unsere Orgasmen wirkt die Konditionierung, was ich auch durch die Massagen beobachte, worauf sich der Mensch konditioniert, woran er sich gewöhnt, in der Situation Orgasmus zu bekommen. Das wird einfach zum Ziel bringen. Jeder Mensch hat seine eigene Strategie. Deswegen üben, üben, üben. In der Inbuilding-Methode gibt es Techniken, die allerdings nicht allen helfen, reinen vaginalen Orgasmus zu bekommen. Ja, das ist unsere Geschwindigkeitsübung. Ich habe auch in dem öffentlichen Zugang die Variante, die man ohne Gerät oder mit Gerät machen kann, wenn man die Muskulatur schneller anspannt und locker lässt. Manche Quellen sagen nicht, es gibt einen reinen vaginalen Orgasmus. Sie sagen, es gibt einen Orgasmus durch die Stimulation von der Klitoris. Ja, hier ist unsere Klitoris. Da gibt es noch zwei Schenkel nach innen und wenn sie stimuliert werden, gibt es den vaginalen Orgasmus. Wer recht hat, es gibt relativ wenig Forschung zu dem Thema Orgasmus. Es ist auch sehr schwer zu forschen. Ja, stellt euch vor, ihr seid da im Labor und müsst zu diesem Thema was leisten. Was wollte ich sagen? Genau, durch diese Geschwindigkeit durchbluten wir gleichzeitig mehr auch unsere Klitoris. Deswegen kann es sein, dass es zu dem klitoralen Orgasmus von innen führt.
mit dem Gerät hat man immer Kontakt von der Schleimhaut und den Rezeptoren unter der Schleimhaut, aber auch oben von der Gebärmutterhals. Und durch diese Stimulation entwickeln sich die neuronalen Verbindungen und die sinnliche Wahrnehmung. Zum Beispiel schon wieder meine Geschichte. Vor dem Training habe ich gedacht, man wechselt die Positionen beim Sex, damit es nicht langweilig ist. Wirklich, weil Sex war langweilig vom Gefühl, aber halt mal diese Position, mal diese. Erst nach dem Training habe ich angefangen, wirklich drinnen das Gefühl zu unterscheiden und dann auch zu unterscheiden, wie es sich anders anfühlt, wenn ich ein C beuge oder noch was. Kleine Veränderung, Bein leicht nach außen, Bein leicht nach innen. Das kann man alles entwickeln. Es gibt Übungen in der Stufe 2, die gezielt sind auf den Vaginalorgasmus, aber nicht so viele Frauen haben wirklich viel Geduld, 25 Minuten am Tag nur für diese Einheit zu nehmen. Sie wirken angeblich, aber da braucht man sehr viel Geduld. Von meinen Absolventinnen habe ich auch Feedbacks, dass nach dem Gewichttraining, ja, das ist das Vaginalgewicht, hier habe ich sofort 2 Kilo, ist einfach zusammengeschraubt, ich persönlich trage nur 1, nicht trage, sondern halte, ja, nicht länger als 1 Minute und dann gebe ich mir eine ausgiebige Pause. Und sie sagen, nach 1,9 Kilo geht der Umstieg automatisch auf Vaginalorgasmus und dann auch auf Gebärmutterorgasmus, auch eine sehr interessante Geschichte. Gebärmutterorgasmus ist viel länger und sättigend. Nach dem Klitoralorgasmus kann man relativ bald wieder was machen. Nach dem Gebärmutterorgasmus ist man viel gelassener, viel erfüllter und wirklich viel befriedigter. Das sind schöne Sachen zu erleben, aber man soll sich auf keinen Fall irgendwie minderwertig fühlen, wenn im Moment die klitorale Stimulation notwendig ist. Es gibt auch Quellen, die behaupten, Frauen, die leicht vaginale Orgasmen kriegen, haben einfach eine andere Position von der Klitoris, die leichter von innen zu stimulieren ist. Und Sigmund Freud, er hat so lange her gelebt und er hat so viel geredet, was heute widerlegt ist, dass ich auf keinen Fall mich als Frau abwerten würde oder jemand als Frau abwerten würde, wenn für den Höhepunkt die zusätzliche Stimulation von der Klitoris notwendig ist. Wie gesagt, ich persönlich habe noch nicht diese Zahl von 1,9 Kilo erreicht. Es tut mir leid. Wenn ich dabei bin, erzähle ich euch, ob das hundertprozentig funktioniert oder nicht. Aber was auf jeden Fall nicht funktioniert für den Vaginalorgasmus, ist darauf zu warten und während des Geschlechtsverkehrs sich darauf zu fokussieren, leisten zu müssen. Ja, den Partner zu lieben, sich selbst zu lieben und so weiter. Wie heißt das penisähnliche Trainingsgerät? Ja, es ist tatsächlich penisähnlich. So wurde es entwickelt, inspiriert von dem männlichen Geschlechtsteil. Das ist das autonome Gerät von Olga Nikitina. Wie kann ich meiner Freundin abtrainieren zu squirten? Sie sagt, sie könne es nicht kontrollieren. Naja, doch kontrollieren kann man es. Das kennen alle, die nichts quirten können. Wenn sie das Gefühl haben, dass gleich Urin kommt, spannen sie sich einfach an und sie quirten nicht. Und das kann man bewusst machen. Ich vermute, könnte man machen mit den gleichen Techniken wie Urin zu halten. Auch habe persönlich keine Erfahrung damit und habe noch keine Kundinnen gehabt, die mit diesem Anliegen gekommen wären. Aber ich vermute, das ist die Anspannung von diesen Strukturen, von dem Ischiocavernosus und Bulbosponjus, Spongiosus, Entschuldigung. Die Bewegung, die man beim Urinhalten auf der Toilette trainiert. Aber natürlich, Gott bewahre euch, das regelmäßig zu machen. Ja, wenn man uriniert und dann das abbricht, ist nicht gut für die Blase. Aber gut, um zu verstehen, welche Muskeln dabei einspringen.
Oder wir im Inbuilding machen ein bisschen intensiver. Wir versuchen mit diesen Muskeln, mit ihrer Kraft, Klitorisperle nach unten zum Nicken zu bringen. Und wenn man die volle Blase halten muss, zum Beispiel steht im Stau oder so, meine Lieblingstechnik ist, diese Muskeln anzuspannen, so halbe Minute zu halten, bis die Blase in die richtige Position kommt. Ja, die Inkontinenz häufig passiert so, die Blase verändert die Position, weil die hintere Vaginalwand sie nicht hält, weil die Bänder sie nicht mehr so gut halten und es tropft viel aktiver durch die Harnröhre. Und wenn ich die Position der Blase verändere, sperre ich diese Möglichkeit. Ja, die Blase ist wieder in der normalen Position, wo der Druck auf die Harnröhre nicht so intensiv ist. Das ist allerdings nur eine Vermutung. Lass deine Freundin diese Klitoris-Nicken-Übung machen. Ich schicke, wie gesagt, sie rum. Vielleicht hilft es. Ja, schon wieder die Frage ist, was ist am Squirten so ein großes Problem? Dass alles freut ihr, dass man... Doch, eine Frau hat sich mal an mich gewidmet. Sie meinte, sie kann nicht mal ein Quickie machen irgendwo in der Umkleidekabine. Das ist natürlich ein Problem. Okay, verstehe. Ich weiß nur, dass zu viel zu squirten mit der schwachen Beckenbodenmuskulatur zu Inkontinenz führen kann. Das ist die Information, die ich aus meiner Weiterbildung habe. Deswegen, wenn eventuell, wenn man der Inkontinenz entgegenwirkt mit den gewissen Übungen, die dafür gezielt sind, kann es sein, dass man dadurch Squirten auch steuert. Aber den meisten Leuten geht es darum, eher das mal zu erleben, zu erlernen, was macht man dafür als Frau. Und die Hälfte der Frauen findet es tatsächlich toll, die Hälfte der Frauen findet es nicht so toll. Womit das zusammenhängt, weiß ich auch nicht unbedingt. Mhm. Genau. Gibt es noch Fragen zu dem Thema Muskulatur? Hoffentlich kann ich euch helfen mit euren Fragen. Sind sie nicht zu anspruchsvoll für mich? Ja, wozu brauchen wir Muskulatur, erzähle ich kurz. Ja, was können wir alles damit machen? Beckenbodenmuskulatur und die erste Ebene. Wenn wir sie bewusst anspannen, ist es natürlich schön, eng zu penetrieren, aber darüber hinaus können wir die sexuellen Stellungen verändern, ohne Kontakt mit dem Partner zu verlieren. Ja, wir halten uns fest an dem Penis, wechseln die Position und machen weiter. Angenehm, angenehm. Und wenn wir das wirklich bewusst schließen können, können wir sogar Menstruationsblut ein bisschen aufhalten, ja, und uns dann auf der Toilette entleeren, können wir ein bisschen die Periodenmittel sparen, aber ich würde doch nicht in allen Situationen komplett drauf verlassen, weil manchmal ist man krank, manchmal ist man müde, manchmal hat man gehustet und so weiter. Doch lieber eine Baumwolle ein Lager zu haben. Wenn wir diese Muskeln gut entspannen können, ist es sehr, sehr wichtig für die Entbindung, ja, dass das Baby gut rauskommt. Und ist es auch sehr angenehm für den Partner rauszukommen aus der entspannten Yoni, um dann wieder sich willkommen zu fühlen bei der Anspannung. Die Mitte massiert die Mitte von dem Penis oder man kann die enge Einführung so machen. Eng in den Beckenboden, eng in die Mitte, eng nach innen. Ist auch interessant, ja, als ob man immer durch muss und die Männer trainieren dabei auch parallel ihre Beckenbodenmuskulatur und das sorgt wiederum für die bessere Potenz und die bessere Potenz der Männer bedeutet ein bisschen mehr von der Penisgröße in den kritischen Situationen, machen auch ein paar Zentimeter Unterschied und natürlich ein steifer Penis fühlt sich irgendwie angenehmer an. Ganz ehrlich, es gibt diese ganzen Techniken der weichen Einführung, ja, es ist das Gefühl der Nähe, es ist das Gefühl der Zärtlichkeit, aber ein erregierter Penis fühlt sich besser an. Und der Mann mit der guten Beckenbodenmuskulatur kann länger durchhalten und er hat weniger Risiko von den Prostataerkrankungen
Und er hat gesündere Testosteronproduktion, das macht ihn im Job erfolgreicher, das macht seine Muskulatur stärker, weil Testosteron wichtig für die Muskulatur ist und so weiter und so fort. Das heißt, die Frau mit ihrer starken Muskulatur hilft dem Mann auch potenter zu sein und als Mann gesünder zu sein. Wir können mit unseren drei Ebenen der Vagina wellenartige Bewegungen machen. Sie sind schon wieder gut für den Mann und sehr, sehr angenehm für die Frau. Ab dem bestimmten Zustand im Orgasmus kontrahiert sich die Vagina auch so. Ja, nicht einfach so, sondern wellenartig. Das ist viel angenehmer. Das kann ich schon aus der Erfahrung, Gott sei Dank, berichten. Und die obere Ebene, wie gesagt, sie mobilisiert die Gebärmutter. Außerdem, unsere Eierstöcke befinden sich in der Nähe, wenn wir die ganze Zeit mit der Liebesmuskulatur spielen, gegebenenfalls unser Darm, der auf den Eierstöcken und der Gebärmutter oben liegt, ist gesund. Ja, gegebenenfalls unsere Bauchmuskulatur ist im guten Zustand. Haben wir die bessere Durchblutung der Eierstöcke, das ist unsere längere Jugend, das ist unsere schönere Haut, unsere besseren Haare, unsere besseren Schleimhäute und zum Beispiel Mundschleimhaut sorgt für die Gesundheit der Zähne, für den angenehmeren Mundgeruch, Gesundheit der Vagina, für den besseren Vaginalgeschmack und für mehr Engagement der Männer, uns zu lecken und so weiter und so fort. Östrogen macht uns einfach viel, viel attraktiver und wirkt auf unsere Ausstrahlung. Progesteron ist auch eine schöne Sache, Hauptsache sie sind im Gleichgewicht. Nicht, dass etwas im Überfluss ist und das andere im Mangel, aber das können unsere Eierstöcke, wenn sie gut durchblutet sind, besser regeln, passend zu jeder Situation, als wenn wir die Hormone dazu nehmen würden. Gut, so gut ich verstehe, es gibt keine weiteren Fragen. Genießt den Freitagabend. Die Aufzeichnung folgt. Und ab jetzt bin ich in Taunusstein, hier gibt es Kurse, Taunusstein bei Wiesbaden und demnächst bin ich auch in Wien. Und ansonsten seht ihr alles auf der JoyClub-Webseite, alle meine Veranstaltungen. Ich umarme euch, genießt die gesunde, wohltuende Sexualität. Alles Liebe!